In diesem Jahr haben wir hier einen sehr lustigen Gesellen bei uns im Garten. Es ist ein junger Kleiber. Und wir wollen mal beobachten, was er so alles für Streiche anstellt und womit er sich beschäftigt. Ich glaube, das ist ein ganz lustiger Kerl. Hier haben wir neben der Hollywood-Schaukel ein paar große Birken zu stehen. Und da rennt er gerne in den Borken rauf und runter und sucht sich hier Insekten. Wir haben ihn schon. Wir haben ihn Moritz genannt. Ich glaube, der Name ist gerade richtig, denn er hat allerhand Streiche auf Lager. Er scheint ein ganz junger Kleiber zu sein. Die sind noch etwas zutraulicher und nicht so vorsichtiger wie die Alten. Das kann uns ja nur recht sein. Es ist natürlich mühsam, sich hier die kleinen Insekten zu suchen. Vielleicht findet er noch etwas anderes. Ja, hier hat er was entdeckt. Hier gibt es nämlich schöne, weiche Butterkekse von Aldi. Und da bedienen sich natürlich auch noch einige andere und das hat er ja natürlich schnell mitgekriegt. Und was die kann, das kann ich schon lange. Hier sind so die ersten Annäherungsversuche. Er ist noch etwas vorsichtig, aber es ist doch alles zu verlockend. Nun hat er schon den ersten Anlauf genommen. Ist nichts passiert, dann wird er wohl bald wiederkommen. Jetzt hat er schon die Scheu überwunden und kommt schon öfters. Und dann lässt er sich nicht mal von diesen schmutzigen Gartenblocks halten. Jetzt kommt er schon näher und untersucht alles, weil er ganz genau weiß, hier gibt es irgendwo was zu holen. Nur wie man ein bisschen auf die Probe stellen. Hier macht er ein bisschen was für seine Bildung und studiert gerade mal die Wahlergebnisse der SPD. Aber viel Ausdauer hat er nicht. Wir haben allmählich mitbekommen, dass er gar nicht das alles vernaschen kann, was er hier zusammenklaut. Wollen wir mal sehen, was er damit anstellt. Als Krönung hat er sogar sowas bei mir aus dem Bad rausgeholt. Jetzt werden wir mal die Sachen festhalten, mal sehen, was er dann macht. Zottelt natürlich dann rum, aber so leicht lässt er nicht locker. Nun hat er mich schön ausgetrickst. Kann er gut beobachten, muss was holen gibt. Ja, hier haben wir die Lösung. Er hat nämlich dort diese kleinen Krümel in den Borken versteckt. Für die gewissermaßen für Krisenzeiten. Wenn er hier nun vorbeikommt und ich nicht da bin, dann findet er immer was. Wollen wir mal sehen, was er hier mit anstellt. Nun haben wir den ganzen Keks gegeben. Und schleppt er den nach unten und bearbeitet ihn wie so ein Holzfäller. Und die Stücken, die versteckt er wieder. Und zwar so recht tief, damit die anderen das nicht finden. Ja, inzwischen ist es sehr warm geworden und wir müssen den Rasen sprengen. Und hier hat er sich nun ganz besonders was einfallen lassen. Hat sich einen Platz gesucht, genau über den Rasensprenger. Einen dicken Ast, wo er sich gut festhalten kann und nur wartet auf die nächste Dusche. Mal von vorne, mal von hinten, mal von unten kommt was und von oben kommt auch mal was. Und wird er von allen Seiten so richtig durchgeweicht. Anscheinend macht ihm das noch Spaß. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo vorne und hinten ist bei ihm.
beneidenswerte Ausdauer. Das geht schon ein paar Minuten so. Beine waschen brauche ich heute Abend bestimmt nicht mehr. Auf so eine Idee kann nur Max und Moritz kommen. Ja, wir werden ihn mal weiter beobachten, mal sehen, was er noch so alles auf Lager hat. Heute hat er genug angestellt. Es ist erstaunlich, dass er so überhaupt noch fliegen kann. Aber wenn er sich mal richtig schüttelt, dann geht ein Großteil weg. Na, ich glaube, so allmählich reicht ihm das nun. Muss ja heute noch trocken werden. Mit dem nassen Gefieder zu schlafen, ist ja auch nicht gerade das Richtige. Ich glaube, jetzt reicht es ihn. Jetzt wird er wohl einen kleinen Abgang machen. Es sieht schon ganz danach aus. Das war's dann.